Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 3 vom Simotrans mit dem Comicpark. Wir haben letztes Mal hier zwei Kutschen von Weiterstadt nach, wie hieß das da hinten? Weiß ich jetzt auch nicht gerade auswendig. Warte mal, das müsste hier ja wieder hochkommen. Hier muss das irgendwo sein, oder? Nee, da geht's noch runter. Da ist es. Bad Zwischenahn war das. Da haben wir zwei Kutschen draufgesetzt. Jetzt müssen wir auch nur weiter gucken, dass wir weitere Orte auch machen. Und Michael hat ja geschrieben, wir können ja dann auch die Post aktivieren. Das machen wir natürlich auch. Aber jetzt würde ich jetzt erstmal schauen, dass wir komplett einmal Personenverkehr durchziehen. Und wenn Personenverkehr durch ist, dann machen wir die Post. Alles klar, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das weiter an. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Zwischenan hatten wir. Da waren wir jetzt hier, ne? Na komm. Gehen wir mal über die Karte jetzt hier. Das war da. Da haben wir Naumburg. Das haben wir wohl auch verbunden. Die Karte ist schon ganz unten. Ja, ist schon ganz unten. Hier unten geht's lang. Ach so. Ich glaube, wir hatten hier unterwegs irgendwo eine Kirche da. Die könnte man natürlich auch als Zwischenhalt machen, weil die produzieren ja auch Postaufkommen und Passagieraufkommen ist 9, ne? Und hier ist das Aufkommen vom Rathaus. Steht hier nicht unbedingt bei, ne? Stadt darf wachsen, ja, ja. Auf jeden Fall. Stehen da schon Leute? Ah, da stehen tatsächlich schon 9 Leute, aber das sieht wahrscheinlich eh nicht aus. Sollte man überlegen, ob man da nicht vielleicht auch was macht, aber wir machen erstmal die Städte. Hier sind wir jetzt bei Weiterstadt, glaube ich. Na ja, da waren wir ja auch schon. Dann geht es hier rüber. Da ist auch eine Haltestelle, die Netven heißt. Dann haben wir hier unten, das war Hamburg, haben wir auch. Hier müsste jetzt Eislingen sein. Na ja, hier war Mettmann. Ja, die Strecke haben wir auch bis nach, was ist das für ein Ort? Wie hieß der? Zittau. Das heißt, wir müssten jetzt mal hier gucken. Das dürfte noch nicht angeboten. Roßlau. Das heißt, wir machen jetzt die nächste Kutsche von da weiter nach da oben, ne? Ein Doppelspinner mit einem Personenkutsche, ein Fahrplan. Fahrplan zur Linie. Und dann würde ich sagen, hinzufügen. Und müssen wir dahin nach Roßlau, aber da gibt es noch keinen Halt, den müssen wir auch noch erst einbauen. Straßenverkehr ist richtig. Hier ist auch der mit der Post. Jetzt können wir hier den zweiten Halt setzen. Hinzufügen, das passt soweit. Warte auf Mindestbeladung. Nö, eigentlich nicht. Feste Arbeitszeiten, eigentlich alles nix, ne? Ah, da ist 0%, dann kann da nichts schief gehen. Dann wäre das jetzt Regionalbahn, Bus, Roßlau, Mettmann. Mettmann zuerst. So, dazwischen wollten wir noch so ein Minus haben, weil das schicker aussieht. So, Mettmann, Roßlau, da oben passt's. Dann können wir das schließen. Und das kann zu, weil wir hier hin müssen und weil wir da Start sagen. Noch kein Fahrplan vorhanden. Okay, dann hat das mit dem Fahrplan gerade gut geklappt, aber wir haben ja jetzt Mettmann-Roßlau. Mettmann-Roßlau, starten, läuft. So, und dann wäre Roßlau nach... Oh, gibt es da keine Stadt zwischendurch? Ist das auch wieder so weit weg? Da gibt es wieder eine Kathedrale drunter, eine Kirche drunter. Okay, das sieht so aus, als ob dann die nächste Stadt auch wieder weit wäre. Das ist sogar noch eine Brücke hier. Na, da oben ist die Stadt Lübecke. Dann bauen wir da mal Lübecke ein hin. Und ich gehe mal auch gleich schon die Straße weiter. Da kann ja jetzt nicht mehr ganz viel sein, ne? Da ist die Brücke. Da
Hier muss ja irgendwo die nächste Stadt sein und ist auch schon Attendorn die letzte Stadt. Passt. Und wenn wir schon so weit sind, dann können wir gerade hier Stadthagen noch anschließen. Und da oben, was ist das? Pfahlenbau. Pfahlenberg, sorry. Alle Leute, die im Pfahlenberg wohnen, sind jetzt sauer. Oh, hier ist eine Burg, okay. Okay, das haben wir jetzt erstmal so fertig gekriegt. Wir müssten jetzt eigentlich überall Halte haben, müssen jetzt nur. Ja, da oben müssen wir noch ein neues Depot bauen, aber der Rest geht so, ne? So, Karte kann erstmal zu. Wir machen jetzt hier einen neuen LKW mit der Post, der Personenkutsche dahinter. Machen einen Fahrplan. Der Fahrplan ist ein neuer Fahrplan. Und das ist nicht Mettmann. Mettmann nicht, sondern Roßlau. Roßlau nach. Okay, das war ziemlich weit oben. Glaube, das ging noch nicht mal hier lang. Das ging wieder zurück dann. Da oben Lübbecke. Das ist eine neue Linie. Und zwar Regionalbus Lübbecke Roßlau. Naja, wir müssen dann noch das Strichlein machen, damit es besser aussieht. Ne? Roßlau Lübbecke. Wird das mit 2K geschrieben? Ne, mit 2B war es. Okay, irgendwas war doch da komisch an dem Wort. So, dann machen wir jetzt einen Schuss, dann ist das da oben geändert und dann passt das. Und jetzt können wir hier die Roßlau, Lübecker Roßlau auswählen und kopieren und starten. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen schneller laufen lassen, damit die nicht gleich aufeinander laufen. Das wäre auch doof. Kurzen Moment warten wir jetzt und jetzt können wir die zweite Kutsche auch mal loslaufen lassen. Wir holen uns dann wieder ein Gespann, wir holen uns wieder das Anhängsel, machen dann Fahrplan, machen dann Fahrplan zur Linie und geben hier Lübbecke an. Aber das war glaube ich auch so weit, ne? Naja, nicht ganz, aber fast. So ist es. Attendorn. Ist doch Attendorn, naja. Lübeck. Wieder das B fällt nur einfach. Aber doppelt. Passt. Schuss. Hier oben muss ich es ändern. Ja, hat sich es geändert. Und wir können das jetzt hier kopieren wir auch nochmal, starten nochmal. Noch kein Fahrplan vorhanden. Shit, jetzt haben wir den Fahrplan nicht reingemacht. Da ist aber Attendorn Lübbecke. Starten. Und Attendorn Lübbecke auch hierfür bitte. Kurze Zeit vorlaufen lassen, damit die nicht direkt aufeinander laufen. Und dann kann der zweite auch starten. So, das haben wir. Dann gehen wir hier rüber und müssen da das zweite Depot bauen. Mache ich mal hier hin. Feldweg mit 25 km/h reicht ja, ne? Und das Depot, früher war das mal ganz am Anfang, da ist es jetzt nicht mehr. Tunnel. Depot ist jetzt hier hinten. Bauen wir da hin. Ein ganzes Depot hierfür, ne? So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir das schließen, glaube. Was? Findet keinen Weg mehr? Wieso findet das keinen Weg mehr? Wer ist denn da drinne? Wie komme ich denn jetzt bitte schön an diese Kutsche?
die da jetzt drin ist. Fahrplan? Nee, anders. Nee, doch, ist richtig. Aber dann Attendorn, Lübecker. Ich hoffe, das war jetzt die Kutsche, ne? Oh, das ist jetzt aber nervig. Aber verlässt, dann wird es wohl richtig sein. Ohne Route. Wieso ohne Route? Ich hoffe, das war die Kutsche. Findet keinen Weg mehr. Ich glaube, das war auch nicht richtig, oder doch? Wo ist die Linien hier? Da muss ja eine Linie jetzt voll falsch sein. Da ist auch nichts drin. Das heißt, die können wir auch löschen. Linie löschen. Weg. Gut, jetzt müssen wir dann doch wieder da oben hin. Schließen. Hier rein. Pferdekutsche. Fertig. Und Fahrplan. Müssen wir jetzt hier hinzufügen. Von da nach da. Und Regionalbus. Ja, wer war denn das da unten? Das ist Palenberg und da unten Stadthagen. Also Palenberg zuerst. Stadthagen. Da ist das A nicht richtig drin. Jetzt aber. So. Das haben wir dann. Und starten. Passt. So, und dann, was haben wir denn jetzt hier für welche? 18 km, 20 Sackpost, 30 Sackpost, aber der doch ist genauso schnell. Und was hat die Kutsche? Oh, 96 Sackpost. Wie, der Reiter ist langsamer wie die Kutsche? Das ist ja der Hammer, oder? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, dann bedeutet das hier zack, Gespann, zack, Post, Linie, Palenberg, Stadthagen und starten, oder? So, dann hat der Michael jetzt auch seine Postkutschenlinie, die ja die gleiche ist. Wo ist er da? Verlässt. Ja, passt. 96 Sack Post. Wo fährt er zuerst hin? Ich hoffe, nachher unten. Ja, tut es. Liegen da schon Postsäcke? Nein. Hier liegt, steht noch nicht mal einer. Boah, das Pferd hat es jetzt gerade gewiehert. Okay, ist da. Jetzt weiß ich nur nicht, lass mal schneller laufen, ob da was passiert. Sieht nicht so aus. Steht da schon jemand? Nee, nicht wirklich, ne? Machen wir gerade schneller. Sind doch schon Leute, die da über die Straße gegangen sind, habe ich doch gesehen. Aha, da kamen wir an. 25 Sack Post sind jetzt auch wartend. Und da unten warten zwei. Wow. Jetzt geht's los, ne? Postkutsche hat schon abgeholt. Postkutsche hat schon zwei Sack Post drin. Wow. Das bedeutet, da sind auch sechs Passagiere, da sind sechs Passagiere. Wo sind jetzt die Kutsche? Da muss er vorweg, war die vorweg? Ne, die war hinterher. Dann ist das die und das muss die sein, alles klar. Da ist noch keiner drin in der Kutsche. Die Sackpost sind unterwegs. Aber hier ist noch keiner unterwegs. Sechs Passagiere warten. Es können auch maximal sechs rein. Wow, das ist schon bei beiden voll. Das bedeutet, eine Kutsche reicht da wieder mal nicht. Aber, ja, wir
gucken dann zu, dass wir hier ganz schnell zum Depot kommen. Und da machen wir das und das und Linie, ja, Palenstadtwerk, Palenberg statt Hagen, so war das, Palenstadtwerk. Und starten, ne? So, nächste Kutsche schon unterwegs. Warte auf freie Strecke, okay. Dann war wahrscheinlich die Schranke im Depot noch runter. Ja, fährt schon. Und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Lass den mal noch ein Stück vorspulen. Sind alle weg. Kommen keine neuen Leute mehr. Da kommt die nächste Kutsche. Naja. Die zweite Kutsche hat natürlich jetzt nichts, aber Sackpost ist ein bisschen wenig, ne? Wie sieht es hier oben aus? 6 Passagiere wartend. Lass mal weiter schneller laufen gerade. Die sind auch weg. Und kommen da schon neue, wenn die nächste Postkutsche kommt? Na, Sackpost. Wird abgeholt. Aber die zweite Kutsche fährt jetzt leer. Hm, mal wieder Minusgeschäft. Hier unten warten 3, da oben warten 3. Okay, das wird aber werden, ne? So, die 3 Passagiere sind abgeholt, sind aber schon wieder 3 neue da für die zweite Kutsche. Alles läuft super, denke ich mal. 4 Sackpost. Sind auch gleich mehr geworden. Da oben sind es nur noch 2 Sackpost. Naja, ne? Irgendwie wird schon werden, ne? Da oben sind schon die Leute weg. 2 Sackpost. Aber da stehen 3 Personen. Die sind auch abgeholt worden. Zweite Kutsche auch wieder halb voll. Da unten warten schon 3er. Unten warten sogar 6. Die 6 sind weg. Da oben stehen noch 3er. Leider diesmal da unten gar nichts. Oben stehen nochmal 3er. Ja, wir lassen das jetzt mal nicht so schnell laufen, sondern es reicht erstmal für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt gerade nur mal gucken hier, sortieren wir andersrum. Wow, wo sind wir denn hier? In Öhr. Wow, 28 Leute warten. Da müssen wir nächste Folge unbedingt reingucken. Bis dann. Ciao.